Falsch gedacht. Falsch gedacht. Egal, was im Rest von Kluftspitze vor sich geht, wir müssen hier noch einen Auftrag erledigen. Und genau das werden wir tun. Was meint ihr? Ja, hallo. Willkommen. Wir suchen einen Fisch und da liegt einer rum. So, dann nehmen wir den, oder? Hier liegt ja ein Fisch. Oh, der hat schon bessere Zeiten gesehen. Boah, eieieiei. So. Blatschi. Mal schauen, ob ich Blatschi finden kann. Müssen wir jetzt eigentlich wieder zurücklatschen? Sieht beinahe so aus, ne? Aber schön hier, ne? Hier ist es mal wieder schön, eigentlich. So, ich denke, wir müssen wieder rein in die Stadt. Gut, dann rein in die Stadt und mal schauen, ob ich einen guten Standort finde, wo ich den Fisch aufspießen kann. Seht euch vor. Vor wem? Vor was? Da sind Ziegen. Oh, was ist das? Moment, bist du vielleicht Blatschi? Bist du's? Oh ja. Yeah. Sie rennt dem Fisch hinterher. Na dann, schnell, ehe sie mich beißt. Nun. Schnell, schnell, schnell. Ehe sie mich beißt. So, wo ist sie? Handeln! So, Blatschi wieder zurück. Hier kommen sie angerannt. Alles klar? Seid ihr zufrieden? Ihr habt meine Blatschi gefunden. Es ist genau so abgelaufen, wie ihr gesagt habt. Der alte Fisch, er hat sie an meine Seite gezwungen. Oh, Blatschi, wo bist du nun schon wieder hineingeraten? Vielen lieben Dank, dass ihr meine liebreizende Blatschi nach Hause gebracht habt, mein Freund. Hier ist eine kleine Belohnung. Ich weiß, es ist nicht viel, aber ich möchte, dass ihr es bekommt. Es ist recht viel, finde ich. Blatschi, du machst mir solche Sorgen. Manchmal bist du so ein böser Guar. Ein Guar? Oh ja. Blatschi, nein, bei Fuß, Blatschi. Und schon. Komm zurück, du dummes, dummes Tier. Ist er wieder weg. Blatschi. Nun denn, auf zu Verandes. Zum Pass. Was wird uns dort erwarten? Ja, wir sehen uns dann am Pass. Ich schau mal hier, ob es hier noch irgendwas gibt. Zum Beispiel eine Taschenfüllstation. Oder Vergrößerstation. Hinten ist die Kriegergilde, aber die bringt uns hier alles hier nichts, ne? Ja, wir sehen uns dann wieder am Pass. Oder dazwischen, wenn irgendwas ist. So, ich habe jemanden gefunden, der hat mir was zu sagen. Sie braucht etwas Hoffnung. Einen Grund zum Weiterleben. Sie spricht hier von eurer Frau. Unser Bauernhof. Alles, was wir besaßen. Es ist alles weg. Wie oft habe ich das schon gehört? Was ist geschehen? Ich vermute, ihr könnt eine Geschichte wie unsere überall in Kluftspitze hören. Richtig. Die Straßen sind einfach nicht mehr sicher. Banditen aus den Ruinen von Orkfinger haben unseren Hof überfallen. Sie haben das Vieh abgeschlachtet und alles geplündert. Wir konnten dem nur entgehen, weil wir uns versteckt haben. Dann sind wir weggelaufen. Zumindest habt ihr euer Leben behalten. Bis uns der nächste Schicksalsschlag ereilt hat. Marien, sie hat ihre Halskette verloren. Ein Familienerbstück. Ihr seht wacker aus. Ich muss bei ihr bleiben und sie zurück nach Schornhelm bringen. Würdet ihr diesen Banditen nachsetzen und versuchen, ihre Halskette zu finden? Um ehrlich zu sein, meine Halskette ist es nicht wert.
Ihr habt bei euch beide. Ihr könnt euch gegenseitig unterstützen. Was braucht ihr die Halskette? Aber ich werde einmal diesen Banditen versuchen zu finden. Danke, dass ihr euch dieser Sache annehmen wollt, Reisender. Haltet den Schornhelm nach uns Ausschau, falls ihr sie findet. Diese Halskette, sie ist schon seit Hunderten von Jahren im Besitz ihrer Familie. Ich glaube, diese Kette hat ihr mehr bedeutet als der Bauernhof. Und anscheinend als ihr selbst. Seid ihr beide verheiratet? Sprecht etwas leiser. Nein, wir sind nicht verheiratet. Mhm. Wir sind schon seit Jahren zusammen. Mhm. Aber ich verpasse immer den richtigen Moment. Und wo sie jetzt gerade so am Boden ist, das ist auch nicht gerade der richtige Moment. Nein, nicht wirklich. Nun denn, ich geh los. Ich gehe los und müsste... Wohin? Erbstück. Juhu. Wo können diese Banditen hingelaufen sein? Wahrscheinlich sind sie noch in der Nähe. Doch wer weiß das schon? Moment, hier, die Spuren. Sie führen geradewegs hier rüber. Und hier drüben, da ist allerlei Gewürm. Seid gegrüßt, Banditen. Upsa! Sie aufzuhebeln. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Hab schon Ewigkeiten keine Ton mehr aufgemacht. Halt! Tja, aber ich will die Truhe aufmachen. So, jetzt. Gib mir Mühe. Oh, super. Geht schon gut los. Eins. Zwei. Mist. Drei. Mist! Ich hatte es fast. Krieg mal hin. Krieg mal hin. Kein Problem. Ja. Ja. Warum nicht gleich so? What? Diese... Moment. Und seid ihr wieder da? Seid ihr wieder auferstanden? Nee. Moment. Ich würde beinahe sagen, die ist... für die Rüstung. Wie sieht denn das aus eigentlich? Ich wollte mal das mal schauen. Ja. Ja! Ja! Das ist eines Orks würdig. Selbst wenn sie schlechter gewesen wäre, hätten wir die aufgesetzt. So, wo müssen wir denn hin? Upsa! Sag mal, schlafen wir überhaupt richtig? Ja, anscheinend. Naja. Und hopp. So. Hier scheinen die Spuren weiterzugehen. Aufgepasst. Schlangen, Banditen. Was noch alles? Wo sind die? Tja. Was ist das dort hinten?
beschworen. Muss ich trotzdem mal hinschauen. Junge! Helf mir! Bitte! Oh oh. Ich bin hier. Ich kümmere mich mal um diesen. Oh, was ist das eigentlich? Eine Spinne oder eine Frau? Noch mehr? Beschwört hier Daedra. Einfach und verschwindet wieder. Naja. Weiter geht's. Wen haben wir denn hier? Seid gegrüßt. Und schon ist er weg. Ich... geht immer in die Ruine. Hat gar nicht gedacht, dass es so weit hier ist, ne? Irgendwie hatte ich das gar nicht bedacht hier. Ich habe gedacht, die Banditen, die sind da gleich irgendwo in der Nähe, aber ich muss ja hier durch... keine Ahnung. Durch Aleiden. Durch Eileiden. Nun, sag mal, hier waren wir doch schon mal. Das kommt mir super bekannt vor. Entweder ist es einfach die gleiche Bude oder ist die gleiche Ruine. Moment, hier war schon jemand, hat die Banditen hier umgebracht, wie scheint. Sag mal, was ist denn das eigentlich noch hier für eine Quest? Für einen Questmarker, ne? Ja, da hat schon jemand für uns die Arbeit erledigt. Warum nicht? Warum nicht? Dann gehen wir einfach mal raus, ne? So. Seht ihr noch? Nee, ne? Das muss irgendwo da drin sein. Da drin muss noch irgendeine Quest sein. Passt auf, ich schneide es mal raus und schau mal, dass ich die Quest da drin vielleicht noch finde. Nun denn, habe ich mich durch die ganzen Massen hier durchgeschlagen. Bitte, habt Gnade, lasst mich erklären. Wer seid ihr? Bitte, schlagt mich nicht. Ich gehöre nicht zur Bitterhand. Ich bin ein Baum, unter der Erde vergraben, in der Dunkelheit gefangen und zum Sterben verdammt. Ich bin nicht einmal mehr ein Bandit. Nicht einmal mehr? Also wart ihr ein Bandit? Ja, ich gebe es zu. Ich gehörte zu ihnen. Und ich gebe auch zu, dass ich schlimme Dinge getan habe. Ich habe geraubt und ich habe andere geschlagen. Aber ich habe nie einen Unschuldigen einfach so niedergestreckt. Als die Bitterhand damit anfing, Leute umzubringen, habe ich für mich beschlossen, die Bande zu verlassen. Und was ist weiter geschehen? Ihr seid nun gefesselt. Nun, wie ihr sehen könnt, hat ihnen das gar nicht gefallen. Sie meinen, ich wüsste zu viel. Dass ich jetzt nicht einfach so den Fluss hinuntertreiben kann. Sie werden mich bald töten. Falls keine mitfühlende Seele wie ihr mich freilässt, dann könnte ich losziehen und in Schornhelm neue Wurzeln schlagen. Nun, ich denke, jeder hat einen Neuanfang verdient. Ich sehe, ihr seid gefesselt. Ich weiß nicht, ob ich euch glauben kann, werde euch trotzdem freilassen. Ihr habt wirklich einen großzügigen Geist, mich aus diesem dunklen Ort zu befreien.
Aber ich wäre wirklich sehr undankbar, wenn ich euch nicht die ganze Wahrheit erzählen würde. Wenn ich diesen Ort wirklich verlassen soll, um neue Wurzeln und neues Leben zu finden, muss noch mehr getan werden. Was? Was muss noch getan werden? Meine Missetaten stehen nicht nur mit der Bitterhand in Verbindung. Es war noch jemand darin verstrickt. Wer? Es gibt da eine Bretonin, die gewissermaßen meine Partnerin war. Sie verkaufte die Dinge, die ich besorgte. Eine Hehlerin. Sie wird nicht glücklich sein, wenn ich versuche, unsere Geschäftsbeziehungen zu beenden. Wo ist diese Frau jetzt? Sie ist nicht weit. Sie ist in Sturzlauf. Ihr Name ist Brigibette. Ich würde selbst mit ihr sprechen, aber ich fürchte, sie würde mich auf der Stelle niederstrecken. Da ihr mir geholfen habt, dachte ich mir, dass ihr vielleicht an meiner Statt mit ihr reden könntet. Was soll ich denn noch tun hier? Ich bin viel zu gutmütig als Ork. Na gut. So wahr der Schlamm meine Mutter ist. Ich werde euch eure Großzügigkeit vergelten, Fremder. Ich werde mich von hier aus zur Kapelle in Schornhelm aufmachen, um Buße für meine Missetaten zu tun. Sucht mich dort in der Kapelle auf und ich trage Sorge dafür, dass ihr für eure Hilfe reich entlohnt werdet. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn nie wieder sehe oder seine Sie. Schwer zu sagen, so. Fesseln sind auf. Danke. Wir sehen uns in der Kapelle von Schornhelm. Scheint tatsächlich eine Sie zu sein. Kapelle zu Schornhelm. Sturzbach. So, wir sehen uns dann wieder ja, in Sturzbach oder Sturztal oder keine Ahnung. Wo bin ich? Wo muss ich denn hier? Wir müssen wieder raus. Ne? Also hier irgendwie hier rüber. Irgendwie. Hier ist der Ort. Mal schauen, ob ich diese Frau finde. So. Wo soll ich suchen? Schwer zu sagen. Ja. Die Magiergilde. Moment, wer ist das hier hinten? Nun, sie sieht wie eine Händlerin vielleicht aus. Ich verkaufe nichts, mein Freund. Ihr müsst reingehen und mit Sabir reden. Mein Teil dieses Geschäfts ist es, die Gegenstände zu erwerben, die wir verkaufen, und die Beziehungen mit den Partnern zu pflegen. Seid ihr Brigibette? Nun, wenn ihr seid, dann bin ich gekommen, um über Thibaut Yah zu reden. Das wird auch Zeit. Ich habe seit Wochen nichts mehr von dieser glitschigen Echse gehört. Wenn sie nicht zuverlässig für Nachschub sorgen kann, können wir keine Geschäfte mehr miteinander machen. Sagt mir bitte, dass ihr mehr für mich habt als nur irgendeine Ausrede. Nein, ich habe genau das, was ihr sagt. Keine Geschäfte mehr. Sie will die Partnerschaft beenden. Ha! Sie steigt aus dem Banditengeschäft aus? Unmöglich. Was will sie denn stattdessen machen? Nach Schornhelm ziehen und ein ehrliches Auskommen finden? Ja. So etwas in der Art. Das ist wirklich mutig von ihr. Um euch die Wahrheit zu sagen, habe ich davon auch schon oft geträumt. Ich dachte immer, wenn ich es jemals wirklich tue, dann spüren sie und die anderen Bitterhand-Banditen mir nach und bringen mich um. Ich hatte Angst. Ich denke, ich habe genug von ihnen in der Ruine umgebracht. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Ich weiß es nicht. Wo soll ich denn hingehen? Was soll ich denn mit mir anfangen? Vielleicht könnte ich den Neuanfang zusammen mit Thebaja wagen. Wäre ja eine Möglichkeit. Richtet ihr aus, dass sie die Augen nach mir offen halten soll. Ich werde das alles noch einmal gründlich überdenken müssen, aber es klingt immer mehr nach einer guten Idee. Nun denn, soll ich vielleicht doch mal schauen. Ich bin ja immer noch nicht vollends davon überzeugt, dass sie mich nicht übers Ohr gehauen hat. So, wir könnten jetzt... Ist das weit von hier? Ja, das müssten wir auch noch machen. Ja, wo seht ihr es?
Nee. Ich sehe es gerade nicht. Ach da. Ach so, dann sind wir sowieso auf dem Weg dorthin, ne? Ja, dann, wenn wir sowieso auf dem Weg dorthin sind, dann los geht's. Los geht's. Seht ihr? Wow. Wir haben wieder ein ganz schönes Geruckel, ne? Ich bin nicht sicher, was überraschender ist. Dass wir es nach Shornheim geschafft haben oder ihr? Habt ihr Mariens Halskette gefunden? Tatsächlich, ich hab sie. Hier. Bei Shaws Knochen. Ihr habt es geschafft. Vielen Dank, Reisender. Hiermit wird Marien sich wieder vollkommen erholen. Ich weiß es. Dann finde ich vielleicht den Mut, um ihre Hand anzuhalten. besser als das Gold. Haha, ein Streitkolben, endlich. Endlich wieder ein Streitkolben. Ja, wir haben schon ewig lange... Wir haben echt schon ewig lange das Ding da, ne? So, ein Streitkolben. Super. Sagt mal. Moment. Nee, das kann man eigentlich alles hergeben, ne? Moment. Da sind aber zwei Gegenstände drin. Ah, ah. Nee, noch nicht ganz. Ja, 184 maximal. Das reduziert die Kosten vom Sprinten. Nee, auf keinen Fall. Sag mal, haben wir hier eventuell jemanden, der kauft, verkauft? Dafür wird euch die Wache kriegen. Wir haben hier einen Verbrecher. Holt die Handfesseln. Könntet ihr mich reinlassen? Hallo? Komm, ich hier rein. Man braucht viel mehr als einfach. Ja, passt auf. Erstmal reparieren, gerne. So, ich hätte im Verkauf was, weil ich bin ja schon wieder hier, ne? Ihr seht's. Weg damit. Weg damit. So, hier haben wir einiges, was weg kann, ne? Wo haben wir denn das alles mitgenommen? So, das kann auch weg. Das haben wir gesagt, kann weg, ne? So, dann sieht es wieder ein bisschen besser aus. Zumindest ein kleines bisschen. Hier haben wir noch Blunder, ne? Gut, danke dir. Wir können dann weiter. Die Frage ist nur, wohin? Weiter. Ich würde sagen, wir müssen hier raus. Ich bin schon so lange auf meinem Posten. Ich kann kaum noch stehen. Ja, dann verlass doch mal deinen Posten. Oder wartet mal, wir schauen trotzdem mal rein. So, ja, das passt und hier ist nichts weiter. Okay. Ach so, ja, die wollte in der Kapelle auf uns warten, ne? Ich glaube, hier bin ich richtig. Eine riesige Kapelle. Tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Freut mich, euch wiederzusehen, mein großzügiger Freund. Ich bin hergekommen, um zu Mara um Vergebung für meine Vergangenheit zu beten. Und es war, als ob die Wolken sich teilten und die Sonne auf meine Seele schien. Mara. Ich habe mich entschieden zu bleiben und mein Leben Mara zu widmen. Es ist ein besseres Leben. Das ist komplett der Gegensatz zu dem, was ihr bis oder was sie bisher gemacht hat. Übrigens, ich habe Brigbet oder ja, Brigibet oder so ähnlich wie sie hieß, habe ich getroffen und sie würde dasselbe tun wie ihr.
Meinte sie das? Mhm. Das ist lustig, aber ich denke nicht, dass sie das auch durchzieht. Welchen Pfad sie auch beschreiten mag, ich bin dankbar, dass sie sich nicht in meinen einmischen will. Und dafür habe ich wiederum euch zu danken. Na, denn. Danke für das Gold. Ihr habt das Unkraut gejätet, damit ich neu wurzeln und gedeihen kann. Eines Tages kann ich hoffentlich dasselbe für einen anderen tun und den Zyklus wiederholen. Sagt mal, Tiber, glaubt ihr wirklich nicht, dass Brigibet sich ändern wird? Nein, seit vielen Jahren träume ich schon davon, mein Leben zu ändern. Doch dazu muss ich gegen den Strom schwimmen und für dieses Opfer war ich noch nicht bereit. Bis jetzt. Ich vermute, dass Brigibet nicht bereit für dieses Opfer sein wird und sie wird sich nicht ändern. Schade. Wäre doch ganz lustig gewesen hier, oder? Wenn die beiden hier noch irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Tolles gemacht haben. Irgendeiner Sekte. Eine Sekte eröffnet hätten. Finde ich nett. So, ich höre aber trotzdem heute auf. Hier in der Kapelle werden wir ein bisschen meditieren. So, hier. Obwohl, na, unser Ork ist eigentlich nicht so für Kapellen zu haben. Das kann man nicht unbedingt sagen, oder? Sind die für Kapellen zu haben? Ja, nicht. Ciao. Ciao. Ciao.